Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Ihre Schweizer Versicherung. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Einen guten Abend, willkommen beim Geld-Spezial KMU. Rechtssicherheit, das ist für uns alle wichtig. Man muss sich darauf verlassen, dass Gesetze eingeholt und Verstöße verfolgt werden. Höhere Rechtssicherheit ist einer der Pluspunkte der Schweiz, der zu unserem Wohlstand beigetragen hat. Auch im Wirtschaftsalltag ist Rechtssicherheit für die Unternehmen sehr wichtig, weil nur so verlässliche Geschäftsbeziehungen möglich sind. Das rechtliche Umfeld für die Unternehmen ist allerdings sehr komplex. Rechtsstreitigkeiten sind zunehmend reale Geschäftsrisiken. Wie es KMU da aus dem Mittelland mit Rechtsrisiken umgeht, zeigen wir heute am Beispiel von der OH Sprienz Schweiz aus Wieden. Glas und Spiegel, wo man her schaut. Bei der Sprienz zu Wieden findet sich für jeden Geschmack die passende Dusche und noch vieles mehr. Wir liefern Produkte im Sanitärbereich für Duschen, Spiegelschränke, Badmöbel und Flächenspiegel. Im Küchenbereich speziell Arbeitsplatten und Küchenrückwände. Auch, wie Sie sehen, auch im Hintergrund mit beleuchteter Möglichkeit, LED beleuchtet. Sowie im Bauelementebereich, dort machen wir Zimmerinnentüren, Glasbrüstige Scheibentüren. Das Glas selber wird nicht in der Schweiz hergestellt, kommt aber alles aus dem eigenen Haus. Sprienz hat eine eigene Glashütte in Magdeburg, wo der Teig hergestellt wird. Das heisst, wir haben am Tag etwa 120 Tonnen Rohglas, das wir bekommen, täglich zur Wiederverarbeitung in 9 Werken, wo wir dann eben maßgeschneiderte Lösungen auf Kundenwünsche realisieren. Das ist also von der Pike her eigentlich, von der Erzeugnis vom Glas bis zum fertigen Produkt, läuft alles in der eigenen Reihe. Auch um die Montage kümmern sich die 12 bis 15 Angestellten von Sprienz Schweiz. Klar kann hier mal etwas zu Bruch gehen oder nicht so passen, wie es muss. Das Thema Rechtsschutz ist für das Aargauer KMU darum zentral. Es gibt natürlich Fälle, wo wir natürlich Schäden verursachen in der Montage, wo es halt gibt, wo gekoppelt wird, fallen Spur. Und dort müssen wir natürlich dann auch schauen, wo gibt es natürlich Fälle, wo es auf uns kommt, dass eine Preisminderung wollen oder einen Schadenersatz. Zum Glück gäbe es aber selten so Rechtsfälle und zuerst suche ich mir immer die einvernehmliche Lösung. Rechtlich ist der Oliver Hafner aber gut abgesichert. Bis hin zu der Rechtsschutzversicherung, die wir natürlich auch brauchen. In einzelnen Fällen, Gottlob nicht, ist das an der Tagesordnung. Aber da haben wir eine maßgeschneiderte Lösung für unsere Unternehmensgrösse. Das gibt den Mitarbeitern zusätzliche Sicherheit bei der täglichen Arbeit. Das Wichtigste aber sei, dass man beim Montieren vom hochwertigen Material immer gut zusammenarbeitet und vor allem redet. Ja, man sieht, Rechtsrisiken gibt es im Geschäftsalltag viele. Für die meisten Unternehmen gehören Rechtsrisiken heute zu den verschiedenen Gefahren, wo sie damit konfrontiert sind. Ich begrüße jetzt Daniel Meyer, marktverantwortlicher Unternehmer bei der Helvetia Baden. Jetzt eben rechtssichere Beziehungen sind gerade für KMU sehr wichtig. Was gehören Sie von Ihren Kunden? Haben die Rechtsfälle generell zugenommen? Man kann das nicht generell so sagen, aber was man sicher kann sagen, ist, dass in gewissen Gebieten Rechtsfälle zugenommen haben. Beispiel Werkvertrag. Man hat in den letzten Jahren, Monaten vor allem, massiv teure Baustoffe, namentlich Holz. Und nicht jeder Bauherr ist bereit, die Kosten zu übernehmen. Und folglich hat man schon einen Rechtsschritt daraus. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Wir alle haben immer mehr Ansprüche an Dienstleistungen, Qualität, an Service, an Garantie etc. Je mehr Ansprüche, je mehr Risiko für Rechtsunsicherheit und Rechtsstreite natürlich. Was sind denn so die klassischen Rechtsrisiken, wo KMU letztendlich damit konfrontiert sind? Ja, meistens schon Werkvertrag oder natürlich sehr gängig der Arbeitsvertrag. Beim Werkvertrag geht es meistens darum, um Kosten, die nicht gezahlt worden sind, obwohl etwas gut ausgeführt worden ist, Mängelrüge am Produkt, an der Dienstleistung, Garantien, Serviceleistung etc. Wenn es beim Mitarbeiter, respektive beim Arbeitsrecht, vor allem um arbeitsrechtliche Streitigkeiten geht, aus Kündigungen oder aus Zeitplänen, die man hat. Juristisch gibt es ganz viele Aspekte, ganz viele Bereiche. Wie können sich KMU möglichst eben umfassend gegen so Rechtsrisiken absichern? Ja, da ist eigentlich parallel zum Privatrechtsschutz gibt es den KMU-Rechtsschutz. Eine Firma kann eine Rechtsschutzversicherung abschliessen mit verschiedenen Bausteinen. Da gibt es vielleicht den Betriebsrechtsschutz, den Vertragsrechtsschutz, den Inkassorechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz, verschiedene andere Bausteine.
Und auch die Leistungen entsprechend, die hier bezahlt werden, sind etwa identisch. Das heisst, Gerichtskosten, Verfahrenskosten, Anwaltskosten, Patententschädigung, ich kann ja auch verlieren, sind hier damit gedeckt. Und das ist doch recht umfangreich, was da doch bezahlt wird. Sie sagen eben, man kann auch verlieren vor Gericht. Ja. Ist man dann auch gegen Schadenersatzforderungen eben als KMU abgesichert, wenn man genau vor Gericht einen Rechtsfall verlieren? Ja, da habe ich sehr oft ein bisschen durcheinander, wenn ich bei den Kunden feststelle. Rechtsschutz und Haftpflicht ist nicht das Gleiche. Also der Rechtsschutz schützt meine Rechte, meine Person juristisch vor Gericht. Kann aber gleich verlieren. Und dann ist aber nicht der Rechtsschutz, der für Zahlung verantwortlich ist, sondern das ist eine Haftpflicht. Das muss man ganz klar differenzieren. Besser als überhaupt vor Gericht zu gehen, ist es, Rechtsrisiken möglichst abzusichern und eben möglichst Rechtsfälle auch zu verhindern. Wie müssen Arbeitsverträge oder auch Werkverträge ausgestattet sein, damit man, ich sage jetzt mal vorsichtig, seine Rechtsrisiken ein bisschen vermindern kann? Mhm. Ich glaube, es ist klar, es muss präzise, eindeutig und missverständlich geschrieben sein. Es muss jedes Detail erfasst werden, aber grosser Mut muss alles drin sein. Und die Partei, die das nicht genau macht, die wird vom Gericht wahrscheinlich auch verlieren. Das ist oft so. Darum, ich empfehle, gut auf Verträge zu schauen. Man kann nicht Standardverträge vom Internet abladen. Es gibt Advokaturen, Anwaltsbüros, die das nicht unentgeltlich für einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen, aber dafür hat man noch eine Rechtssicherheit. Braucht man individuelle Lösung, muss man halt einen Anwalt nehmen. Aber da möchte ich einen ganz wichtigen Hinweis machen. Alle Firmen, die schon KMU-Rechtsschutz haben, schauen Sie mal, ob Sie Serviceleistungen drin haben. Allenfalls ist dort ein Punkt drin. Prüfung juristischer Verträge. Das ist eine super Sache, ist Gold wert, können Sie sehr viel Geld sparen. Sie können alle Verträge, die Sie haben, im Zusammenhang mit dem Unternehmen, im Rechtsschutz einreichen. Der prüft es, sagt Ihnen, was gut und was schlecht ist. Was trägt sonst dazu bei, damit man als KMU möglichst auf rechtssichere Beziehungen aufbauen kann? Offenheit, Ehrlichkeit, klare Kommunikation. Es bringt ja nichts, wenn ein Kunde das Produkt A in den Rot stellt und dann in Blau bekommt. Da ist der Rechtsschritt vorprogrammiert. Also da muss man wirklich ganz klar sagen, was ist möglich, welche Qualität, welches Produkt in welcher Zeitspanne kann geliefert werden, mit welchen Garantien und Serviceleistungen. Und auch hier nochmal, tun Sie das Servicepaket wirklich nachschauen, ob Sie das haben. Das ist Gold wert. Es gibt noch einen zweiten Punkt, nicht nur die juristische Prüfung von Verträgen. Vielleicht haben Sie Bonitätsprüfungen drin von Unternehmen. Wenn Sie sehen, das Unternehmen ist Scheps finanziell, der Geschäftsführer ist mit mehreren Konkursen verwickelt schon gewesen, oder man hat Betriebungen, Verlustscheine, was weiß ich. Dann tun Sie gar nicht erst den Vertrag mit dem Unternehmen schliessen. Rechtsprobleme sind damit schon mal ausgeschlossen. Danke vielmals für die Einschätzung, Daniel Meyer. Sehr gerne. So viel für heute vom Geldspezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU aus dem Mittelland Tipps geben, wie Sie Ihren Betrieb sicher machen können und noch erfolgreicher werden. Einen schönen Abend und bis bald. Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.